Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Das ist die erste Sendung in der zweiten Staffel. Ganz ein spezieller Gast, Roger Köppel. Man muss ihn nicht speziell vorstellen. Aber man muss vielleicht noch sagen, wir haben jahrelang eine Sendung gemacht, Roger gegen Roger, bei Radio 1. Da hat ein Kaderadatsch. Jetzt seit 7 Jahren keine Sendung mehr. Wir haben auch nicht mehr miteinander geredet während langer Zeit. Aber aus aktuellem Anlass, Ukraine, Putin, Putin-Versteher, Putin-Liebe, müssen wir natürlich über das reden. Danke vielmals, dass du gekommen bist, Roger. Ja, schön, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir da wieder mal diskutieren können. Immer interessant. Gut, machen wir es doch einfach ordentlich, wie das bei mir zu und her geht. Roger Köppel, wer bist du? Ich bin der Roger Köppel. Ich bin ein leidenschaftlicher Journalist, neugierig, Kämpfer für die Meinungsvielfalt. Und im Moment mache ich mir grosse Sorgen über die Weltlage. Ich glaube, die Menschheit ist noch nie so nahe an einem Atomkrieg, an einem Weltkrieg gestanden wie jetzt. Und das grosse Problem ist, dass man sich das nicht bewusst ist. Wir sind wie so im Schlafwandelmodus und taumeln die etwas rein, blendet von Filmbildern, blendet von Emotionen. Und die Risiken sind enorm. Wir müssen über den Frieden reden. Ich habe mit dir etwas erfahren. Und du machst da schon wieder so deine Monologe, ja, nein, die du jeden Morgen machst. Ich bin im Thema. Ich, ja, ist klar. Ich bin identisch aber, mit meinen Themen. Ich will gerne aber etwas über dich erfahren. Was hast du eigentlich wollen werden als Bub? Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf? Also, ich glaube, also, natürlich neben Kübelmann, wo man einen Raumfahrer am Anfang... Was, Kübelmann? Ja, ganz am Anfang ist das also mit etwa 5. Ja. Nein, habe ich wollen Lehrer werden. Das ist eigentlich mein bevorzugter Beruf. Sek-Lehrer. Okay. Was war der grösste Schock in deiner Kindheit? Ja... Gut, der grösste Schock in meiner Kindheit, das war der Tod von meiner Mutter. Das war in dem Sinn der Schicksalsschlag, damals, als ich 13 war. Und das war natürlich ein Bombeneinschlag eigentlich in der Kindheit. Ich muss aber sagen, dass, eigentlich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich eine glückliche Kindheit gehabt, weil wir sind eigentlich eine gute Familie gewesen. Wir haben das irgendwie gemeinsam können verarbeiten und das hat einem schon geprägt, hat einem vielleicht auch schon früher in die Realität katapultiert. Man ist vielleicht ein bisschen früher erwachsen worden. Und ich habe immer gesagt, ich habe meine Pubertät vielleicht nicht so intensiv ausgelebt wie andere. Dafür habe ich später ein rebellisches Gen entwickelt. Eben, vielleicht. Du hast ja mal geschrieben, dann Selbstmord. Deine Mutter hat Selbstmord gemacht, ganz brutal, unter den Zug sich geworfen in den Kloten. Ist Feigheit vor dem Leben? Und hast dann geschrieben, oder hast dann gesagt, dem Biograf von deiner Biografie, Daniel Riese, sie hat uns im Stich gelassen. Ist das nicht die grösste narzisstische Kränkung, die man erleben kann, wenn die Mutter so verlässt? Nein, ich glaube nicht, dass es eine narzisstische Kränkung ist. Und ich glaube, man muss auch Verständnis haben, wenn so etwas passiert. Es gibt ja Selbstmord. Aber ich habe aus dem eigentlich sozusagen die Philosophie entwickelt, dass das Leben ist eigentlich das grösste Geschenk, das es gibt. Und du musst eben auch in einer schwierigen Phase musst du weitermachen. Und das ist doch eigentlich unglaublich. Und ich verstehe nicht Leute, die verzweifeln am Leben. Weil, ich meine, wir leben, das ist ein Wunder, es ist ein Geschenk, wir können nichts dafür. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man zuversichtlich ist und optimistisch. Und es ist eigentlich schade, dass ich damals vielleicht so jung war. Vielleicht hätte ich mit meiner Mutter können diskutieren und hätte ihr das können mitgeben. Aber das ist das Leben, da können brutale Sachen passieren. Gut, aber eben, man muss sich vielleicht mit dem befassen. Der Bob Marley hat mal gesagt, if you don't know where you're coming from, you don't know where you're going to. Und du hast zu einem Freund mal gesagt, entweder gehe ich ganz unten runter oder ich gehe ganz an die Spitze. Ja. Was war deine Methode, um ganz an die Spitze zu kommen? Ja gut, also ich muss vielleicht noch vorausschicken. Ich glaube, ich habe das Buch nicht gelesen von Dani Riese. Das behauptest du, ja, kein stimmt, Mensch glaubt dir. Es ist tatsächlich so. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil das ist mir natürlich indirekt schon in die Ohren gekommen, es sind zum Teil glaube ich, auch Sätze und Sachen drin von Kollegen, wo ich, wenn ich das jetzt lese, würde ich mich vielleicht aufregen, auch über die. Und ich würde einfach sagen, es ist vielleicht nicht alles, was da steht oder gesagt wird, wirklich auch so gewesen. Aber gleich, aber das. Jetzt das nein, der entscheidende Punkt ist der. Ich habe nie irgendeine Form von Karriereplanung gemacht. Ich bin eigentlich nicht ein Strateg, der sich überlegt hat. Ich bin durch Zufall in den Journalismus gekommen. Ich bin eigentlich wieder ins Studium zurückgegangen und es sind Möglichkeiten auf mich zugekommen, die ich nicht beeinflussen konnte. Auch das ist eigentlich ein Geschenk. Du musst dankbar sein, was dir zustößt im Leben, was du für Möglichkeiten hast. Du musst versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber du hast das Beste daraus gemacht, du hast eine Methode herausgefunden, hast gesagt, ich muss einfach das Gegenteil von diesen Sachen schreiben, die anderen schreiben, und kommen so am meisten Aufmerksamkeit über. Ich staune, wie oft man am Schluss sogar noch richtig liegt,
wenn man mal das Gegenteil sagt von den anderen. Das ist aber eine Methode, die nicht ich erfunden habe. Das ist eigentlich Weltwoche, das ist der unkonventionelle Ansatz. Die andere Sicht. Und dann möchte ich einfach zitieren, lieber Roger, nämlich einen Journalist, der auch anwesend heute ist, der Roger Schawinski, den ich schon lange kenne, den ich natürlich auch beobachte, den ich auch schon in den Vorbereitungen von Talkshows, die wir zusammen gemacht haben, gesehen haben, geredet haben. Und dann bist du immer gekommen in die Diskussion und gesagt, was haben die für eine Meinung da? Und dann bist du in die Sendung und hast auch mein Gegenteil. Das stimmt nicht. Das ist nämlich ein interessanter Ansatz. Nein, nein. Aber Meinungsvielfalt, die andere Sicht, Roger, ist extrem wichtig. Und wer die andere Sicht bringt, geht immer ein Risiko ein. Du hast nie Angst gehabt, dass das auch mal ins Auge gehen, wenn man einfach immer automatisch das Gegenteil macht. Immer. Ja. Immer. Die Angst ist immer da. Dass du dich kannst verrennen. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist die Aufgabe vom Journalismus, den Mainstream und den Konsens herauszufordern. Und wenn du dich selber irrst, ist das nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn du keine Gegenmeinung mehr hast. Wenn alle das Gleiche denken, in die gleiche Richtung rennen, dann wird es gefährlich. Gut, aber es kann natürlich eben dann, wenn es jetzt zum Beispiel um Extremsituationen geht, kann es dann wirklich ins Auge gehen. Also, reden wir doch noch ein bisschen über dich. Du hast deutsche Vorfahren, auch Schweizer, die in Deutschland, im damaligen Deutschland gelebt haben, Königsberg, Kaliningrad etc. Du bist dann auch Chefredakteur geworden von der Welt. Was hast du für ein Verhältnis zu Deutschland? Was hat das dein Leben beeindruckt? Ich bin ein Deutschland-Versteher. Ich bin ein Deutschland-Befürworter. Ich habe so ein bisschen auch ein kritisches Verhältnis zu Deutschland, auch zur deutschen Politik. Aber ich habe eigentlich Deutschland als Land gerne. Es hat mich immer fasziniert, geschichtlich. Das hat mich geprägt, auch von der Kindheit her, meine Grosseltern. Die Schweizer Politik war nie ein Thema bei uns zu Hause, aber die Katastrophe vom Nazi-Deutschland, der Absturz von dieser Zivilisation, und das ist eigentlich die Frage, die mich immer beschäftigt hat. Wie ist es möglich, dass eine Zivilisation, eine hochentwickelte wie die deutsche, in diese Hölle, in diesen Wahnsinn kann reinstürzen? Und meine Antwort ist einfach, das Gefährlichste ist, wenn Politiker zu viel Macht haben. Du brauchst eine Demokratie und das Beste ist, was du kannst haben, ist eine direkte Demokratie. Demokratie gibt es in gewissen Ländern, in anderen Ländern, die du gut findest, wie in Russland, gibt es sie nicht. Aber jetzt nochmal zu Deutschland. Du machst ja jeden Morgen, machst du bei Weltwoche Daily 25 Minuten lang Monolog für ein deutsches Publikum. Vor allem natürlich dort die Rechtsextremen nehmen das auf, politically incorrect. Das ist einer vom Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextrem eingeschätzter Blog. Dort hast du vor allem deine Hörer. Du willst einfach eine grosse Nummern sind in Deutschland. Warum? Du hast ja gar kein Produkt in Deutschland. Tatsache ist die, das Format Weltwoche Daily ist sehr erfolgreich. Wir steuern jetzt auf 100'000 YouTube-Abonnenten zu. Ich habe pro Tag etwa 110'000 Zuschauer in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, in der ganzen Welt. Ich komme Briefe über aus Neuseeland, aus Australien, von Professoren, von hochinteressanten Leuten. Und das, es gibt sicher auch Leute, die keine Ahnung, die das andere Portal schauen. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Nein, das ist nicht der entscheidende Punkt. Frage ist, hast du keine Hemmungen, wenn Neonazis dich gut finden? Was ein Geheimnis? Neonazis, das sind so Behauptungen. Ja, du jetzt versuchst, in Ostdeutschland gibt es viele von denen. Du versuchst mich jetzt da irgendwo zu verdreckeln mit solchen Behauptungen. Nicht verdreckeln, ich frage einfach, warum du das so... Wie findet das eigentlich statt? Also erzähl mal, wie die morgen aussehen. Du kannst dich eine Sendung nicht beurteilen aufgrund von dem, weil irgendjemand, was du da behauptest, die auch schaut. Du musst doch die Sendung beurteilen. Die Leute wollen ja bestätigt werden in ihrer Ansicht. Die wollen nicht neue Sachen erfahren. Die werden von dir bestätigt. Na gut, also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, nochmal, ich lebe dort mein journalistisches Credo aus und das ist der Versuch, immer wieder eine andere Sicht hineinzubringen, etwas zu challengen, wo allgemein glaubt. Und das ist wichtig, weil wir leben in einer Zeit, Roger, wo die Meinungs Einfalt, wo der Konsens und das Gleiche, alle Medien schreiben ungefähr das Gleiche. Du kannst nicht dem hinterher, du musst dich das in Frage stellen, das ist der Auftrag vom Journalismus. Es gibt Sachen, die relativ klar sind, was gut und was böse ist. Aber ich frage jetzt nochmal, ich will das wirklich wissen, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Heute bin ich um 10 ab 3 aufgestanden am Morgen. Und was machst du dann? Dann gehe ich duschen, trinke ich Tee, dann schaue ich Zeitungen auf dem Anschauen, dann ich mir Ausdruck machen für die Sendung und dann tue ich ungefähr Themen gruppieren für meine beiden Sendungen. Die zeichne ich dann auf und nachher gehe ich joggen. Also unglaublich. Dann mit den Kindern geht's morgen essen. Und wie viel schlafst du? Das kommt darauf an. Also diese Woche kann ich wenig schlafen. Das kann man sich antrainieren, aber ich gehe relativ früh ins Bett. Mit unserem jüngsten Sohn ungefähr so bringe ich den ins Bett und dann bin ich auch etwa
darunter. Unglaublicher Einsatz, muss man sagen. Das ist all das wert. Und vor allem noch in Deutschland. Du gehst auch nach Deutschland. Bist lange Jahre bist bei ARD und ZDF als der Rechtsaußenschweizer eingeladen worden. In letzter Zeit nicht mehr. Stimme ist... der Vernunft. Nein, ich meine, sie haben mich auch mal einladen. Und dann haben sie gesagt, nein, sie sind es nicht mal an der Liebe der Köppeli. Ja, ja. Gut, also bei Anne Will. Da hätte ich ein falsches rechtsextremes oder linksextremes Portal angefragt. Nein, Anne Will. Also, und du bist jetzt aber oft dann auch bei Bild TV und ja. Das hat dann so. Ich ärgere mich über die geschichtsblinde Berichterstattung unserer Medien über diese tragischen Verhältnisse in der Ukraine. Wir schreiben uns jetzt die Finger wund über die Russen, über den fürchterlichen angeblichen Teufel Putin, aber das wichtigste Thema wird überhaupt nicht angesprochen. Und das sind die kolossalen Fehler, die Dummheiten, die Überheblichkeit, auch die Demütigungen, die der Westen gegenüber Russland gemacht hat. Das ist dein Sermon seit Anfang von dem Konflikt, der arrogante Westen. Es hat einen Wechsel gegeben bei Bild TV. Julian Reichelt ist rausgefallen worden. Man wollte die Sendung seriöser machen und seitdem bist du nicht mehr dabei. Nein, ich würde sagen, was ich in Deutschland beobachte, ist eigentlich eine besorgniserregende, totale Vereinseitigung vom Meinungsspektrum. Und in Deutschland ist jetzt ein extremer Rausch eigentlich von Feindbildern da. Und ich glaube, das ist meine grösste Sorge im Moment, dass quasi auf der westlichen Seite und auf der östlichen Seite sind jetzt die Rechthaber. Jeder hat das Gefühl, er sei ein Heiligen und der andere ist der Teufel. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Und ich kann schon seit vielen, vielen Jahren kritisiere ich, dass eine Dämonisierung von Personen als Denkersatz gemacht wird. Und der Westen hat riesige Fehler gemacht im Vorfeld von diesem Konflikt. Das entschuldigt nicht, was Putin macht. Und im Moment ist das im Prinzip müssig, über das zu reden. Die entscheidende Frage ist, wir stehen jetzt vor einer extremen Eskalation. Der Herr Zelensky hat gesagt, man müsse im Prinzip einen Präventivschlag machen gegen die russischen Atomraketen. Das ist der Aufruf zum Weltkrieg. Und ich kann einfach sagen, das ist eine ganz gefährliche Situation. Also Zelensky im Gegensatz zu Putin hat keine Atomwaffen. Und im Gegensatz zu Putin hat er auch keinen Präventionsschlag gemacht. Präventivschlag wie am 24. Februar. Das hat der Putin gemacht. Einfach um das noch klar zu sagen. Aber du hast ja eine Faszination, du hast es selber erklärt, vor einer Faszination immer mit dem Krieg und so. Und hast auch immer wieder gesagt zu Freunden, mein Leben ist wie Stalingrad. Und darum eben die Biografie heisst «In Badehosen». Nach Stalingrad, ja, da lachst du. Ja, ich mag mich erinnern. Das Zitat ist immer falsch, du hast das nicht genau gelesen. Ich habe es nachher dann. Nein, du hast es auf verschiedene Arten und Weisen dargestellt. Aber das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, als dann der zweite Golfkrieg kam, hast du unbedingt mal einen Krieg erleben wollen. Du bist nach Kuwait gechattet und bist dann nicht in den Krieg gekommen, weil die Amerikaner dich nicht mitgenommen haben. Stalingrad. Kommen wir auf die andere. Nein. Das ist jetzt wegen der anderen. Gut, es gibt glücklichere und weniger glückliche Auslandeinsätze von mir. Wobei, das war an sich interessant, weil ich bin dann doch in Kuwait, in Doha, und ich bin noch im Süden vom Irak und habe mit sehr vielen interessanten Leuten reden können. Hast du auf die andere Seite versucht? Ist, ich gebe du hast einfach viele Kriege erlebt. Nein, ich gebe dir recht, das war ein bisschen leichtsinnig dort. Und dort ist, muss ich ehrlich sagen, bin ich, das war eigentlich ein Fehler, das hätte ich nicht dürfen machen. Ich war nämlich schon Chefredakteur, das war noch eine gefährliche Sache. Das war jugendlicher Leichtsinn. Aber Stalingrad, das habe nicht ich gesagt. Das ist mein Chef beim Tagi. Der hat gesagt, wenn du zur Weltwoche gehst, 2001, das sage ich, wie wenn die Deutschen in Badehosen nach Stalingrad gehen. Mit anderen, die gang nicht, bleib beim Tagesanzeiger. Aber ich bin dann trotzdem in der Badehose nicht nach Stalingrad, sondern zur Weltwoche gegangen und bedauere das überhaupt nicht. Aber um ein bisschen mehr von dir zu verstehen, eben, dein Vater hat ja die Familie auch verlassen. Du hast dann Christoph Blocher als dein Erweckungserlebnis bezeichnet. Und ich mag mich erinnern, woher weißt du eigentlich nicht, dass du mein Erweckungserlebnis warst? Ich habe es erlebt. Wir hatten mal das Nachtessen in Berlin mit einem bekannten deutschen Journalist. Und du hast die ganze Zeit vom Blocher geredet. Und der hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, stehe ich auf. Dann hast du gesagt, okay, wir reden über andere. Und nach 10 Minuten bist du schon wieder beim Blocher. Das war in dem italienischen Restaurant, weil ihr angefangen habt, aus einer völlig arroganten, überheblichen Art, euch die Schuhe abzuputzen am Christoph Blocher. Und als ich mal die andere Sicht gebracht habe, sind die so schnell beleidigt gewesen, dass sie gerade aufstehen wollten. Das war Cancel Culture. Das ist eben genau die Meinungseinfalt, der Konformismus. Dass die Intoleranz gegenüber der anderen Meinung, aber da hast du dich zum Guten entwickelt. Gut, aber der hat sich einfach nicht dafür interessiert. Und du hast einfach nicht können von dem ablassen. Und jetzt frage ich mich eben, weil du hast das immer wieder beschrieben, das Erweckungserlebnis und so. Selektive Darstellung von dem Abend. Ist die immer noch so, die Faszination für den Blocher? Ja, ich würde sagen, eine grosse Bewunderung. Also ich bin jemand, wo, und das muss man vielleicht auch mal deuten, ich bin jemand,
das hat mich immer, ich bin immer fasziniert gewesen von Leuten, die etwas geleistet haben. Und natürlich, ein Christoph Blocher ist eine Ausnahmeerscheinung, auch eine historische Ausnahmeerscheinung. Du auch? Ich meine, du weißt ganz genau, ich bin auch einer gewesen, der über dich schon geschrieben hat. Ich habe dich auch schon auf die Titelseite von der Weltwoche gestellt. Ich bewundere es. Ich finde, du hast eine hervorragende Lebensleistung. Es gibt andere. Ich komme aus dem Sportjournalismus. Und im Sportjournalismus habe ich gelernt, dass du eine Leistung musst würdigen können, unabhängig von der Lieblingsfarbe. Und das Problem im Journalismus ist, dass die meisten Leute schauen nur, von wo kommt einer, ist der politisch auf meiner Seite, und wenn er auf meiner Seite ist, ist er gut, und wenn er nicht auf meiner Seite ist, ist er ein Böse. Und das habe ich nicht. Genau. Ich habe nicht das politische Frontendenken. Ja, komm, jetzt ausgerechnet, du bist so eindeutig in gewissen Sachen. Du hast, ja, zum Beispiel den, du hast zum Beispiel den Steve Bannon eingeladen, ehemaligen Berater vom Donald Trump, mittlerweile verurteilt worden, weil er seine eigenen Leute betrogen hat. Und du hast sogar den Donald Trump noch unterstützt, als er gesagt hat, auch nach dem 6. Januar, die Wahlen seien gefälscht gewesen. Dort bist du so eindeutig gegen alle Fakten. Alle Richter haben die von Donald Trump eingesetzt. Der Richter hat gesagt, die Wahlen seien nicht gefälscht gewesen. Aber dort hast du dich von dem nicht abbringen lassen. Nein, das habe ich mir nicht so behauptet. Ich habe einfach gesagt, dass ein Donald Trump ein Politiker ist, der bis zum Letzten versucht, sich da den Sieg einzureden. Ich habe sogar gesagt, das sei seine Dolchstoßlegende. Mit dem Ding habe ich ja geschrieben. Aber weißt du, interessant mit dem Bannon. Jetzt wirfst du mir vor, ich habe den Bannon eingeladen. Ja, das ist immerhin, du hast eine Faszination für den. Ist ein Gauner. Der Steve Bannon war der Berater vom unkonventionellsten, extremsten Präsidenten in Amerika. Das fasziniert dich. Nein, aber das hat sehr viele Leute fasziniert. Wir haben innerhalb von 3 Stunden 1500 Tickets verkauft. Ja, ich weiss. Du lässt mich ja auch ein. Bist du fasziniert von mir? Ich bin offensichtlich ganz ein himmeltrauriger Keib. Du lässt mich trotzdem ein. Nein, weil du eben ein neugieriger Journalist bist. Das sind wir beide. Mich interessiert den Bannon. Mich interessieren umstrittene Leute. Du bist auch umstritten. Und da finde ich immer interessant, wie sieht der die Welt? Und ich sehe nicht nur meine Welt, nicht nur meine Weltsicht. Ich kann doch als Journalist auch in deine Sicht eintauchen. Das ist die Aufgabe. Also gut, das sagst du. Das ist es so. Tat und Wahrheit ist so extrem, was du jetzt machst. Seit dem 24. Februar, an diesem Tag, eine dicke Geschichte in der Weltwoche. Der Missverstandene, du hast geschrieben, den Titel, der Westen tut Putin missverstehen. Und hast in deinem Editorial dann geschrieben, er, und hast das gut gefunden, er steht für Tradition, Familie, Militär, Krieg, Männlichkeit und Patriotismus. Das ist so eigentlich zusammengefasst, was der Faschismus ausmacht. Nein. Alle diese Sachen. Nein, das war übrigens auch nicht mein Editorial, sondern das war ein kleines Kästchen zu verschiedenen Artikeln. Und natürlich stimmt das. Ist ja, der ist der Missverstandene. Man hat das nicht ernst genommen. Man hat das nicht gedacht, dass der dort hineingeht. Alle sind überrascht gewesen, außer vielleicht gewisse amerikanische Geheimdienstkreise. Aber mit allen Diplomaten, die ich geredet habe, mit allen Politikern, die haben das nie gedacht. Und das du ist hast für mich ihn anders gemeint, er sei missverstanden. Er sei missverstanden, dass man ihn als negativ anschaut. Das Gegenteil war der Fall. Man hat nicht ihm zutraut, dass er das macht, wir haben den Titel, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Entschuldigung, wir haben den Titel gesetzt, der Missverstandene, wenn ich mich richtig erinnere, Putins Krieg um Russlands Seele. Das habe ich 2 Tage vor Ausbruch vom Krieg visionär auf das Titelbild gelupft. Und das stimmt, er ist missverstanden und er ist immer noch missverstanden, weil ich glaube, dass die Leute sich totale Illusionen machen über die Gefährlichkeit der Situation. Und ich plädiere dafür, jetzt unabhängig von diesen Lächerlichkeiten, der Putin-Versteher, Moskau einfach. Wir stehen in einer extrem gefährlichen Situation, Roger. Und meine Angst ist, dass der Westen, berauscht vom Feindbild vom Teufel Putin, dass wir übermütig werden. Und ich sage dir, der Konflikt, den wir jetzt haben, der Putin hat die ganz klare Verantwortung für die Eskalation von dem Krieg, der seit 2014 dauert. Aber die Amerikaner, die ganze Ausdehnung von der amerikanischen Sphäre bis vor die Haustüren von den Russen, das hätten sie bei sich nie toleriert. Die Kuba-Krise, die sind auch unvorsichtig gewesen. Beide haben Fehler gemacht. Aber ist egal, das ist jetzt Tempi Passati. Wir müssen jetzt über den Frieden reden, weil sonst laufen wir in einen Weltkrieg. Gut, also, das Ganze ist anzusetzen von Putin. Ich weiss nicht, hast du das Buch gelesen von der Catherine Belton, die da geschrieben hat, Putins Netz? Putins Netz. Genau, hast du das gelesen? Das da. Ja, ich kenne das Buch. Also, es ist ein Mafiastaat, vom KGB ist das geleitet und der ganze Mafiastaat, der ist dort am Ruder seit langer Zeit und geht eben auch auf, was sagt, hat der Putin gesagt, die grösste geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wo die Auflösung war von der Sowjetunion
Und das muss er korrigieren. Ja. Und er hat das auch vorausgesagt. Er hat gesagt, die Ukraine, ja, in einem Paper, du hast das sicher gelesen, es ist etwa 5000 Wörter lang, hat er gesagt, die Ukraine muss ausgelöscht werden. Also Punkt 1. Jeder Führer von einer Grossmacht ist sowieso, oder jede Grossmacht ist ein Raubtier. Ja. Aber Roger, du kannst jetzt nicht einfach deine dein Bild von einem Land oder von einem Politiker kannst du nicht einfach auf ein Buch abstellen. Es gibt sehr viele Bücher über den Putin. Ich habe ein paar gelesen von denen und vielleicht stimmen die alle nicht. Und wie auch immer der Herr Putin ist, das können wir gar nicht abschliessend beurteilen. Ich sage nur ich eins. Würde sagen, man sieht, das ist von der Mafia, von KGB-Leuten, Es ist ja für dich der grösste Verbrecher. Mag ja sein, vielleicht ist es ja nicht so. Tatsache ist einfach, vielleicht ist es nicht so. Relevant ist doch die Frage, Russland hat 6'500 Atomraketen. Und ich frage mich einfach, jetzt in dieser Situation, wo wir sind, was bringt das, wenn wir uns jetzt in so ein Fieber steigern, dass das der schlimmste, grösste neue Hitler ist, den es je gegeben hat, und wir marschieren mit der ganzen Kriegsmaschinerie dort rein. Ich sage einfach, das ist nicht mehr Tunesien, das ist nicht der Irak, das ist eine Atommacht. Und solche Findbilder, ich sage gar nicht, dass die zwingend falsch sind. Das stimmt vermutlich vieles, was die sagen. Aber es gibt auch andere Einschätzungen von dem. Ich kann das nicht letzt entscheiden. Aber ich sage, mit diesen Findbildern, mit dieser extremen auch Überheblichkeit, die da drin steckt, und Geringschätzung von Russland. Es haben ja immerhin eine Mehrheit der Russen haben die gewählt. Und zwar in demokratisch, in Wahlen, die nicht irgendwo als irregulär bezeichnet worden sind. Meinst du also nicht ernst? Ja, zeig mir die UNO-Protestnote oder irgendetwas. Ja. Das ist eine Person, die sicherlich... demokratisch gewählt? Ja, nicht nach unserer Demokratie. Okay. Aber ich meine, es gibt andere Länder, die haben auch nicht... Nein, ich wollte nur sagen, mit diesen Findbildern, die man hier kultiviert, produziert man unter Umständen sehr gefährliche Politik. Und ich mache mir weniger Sorgen über unser Putin-Bild, dies oder meins. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Und ich möchte nicht, dass wir blind vor Hass, blind vor Selbstsicherheit genau Bescheid wissen. Du bist auch so ein Bescheidwisser. Du weißt alles und alles noch und besser. Ja, ich stelle das in Frage, was du sagst. Gut, und ich bin ein bisschen unsicher. Du weißt es besser. Ich sage einfach, wir laufen hier unter Umständen. Schon mal über das Thema. Passet auf. Ja, wir passen. Oben runterkommen, wir über den Frieden reden, Energie runter, Emotionen abspielen. Gut, aber wir müssen vor allem schauen, was da passiert ist. Wir haben schon mal über das diskutiert. Gut, tun wir mal schauen, was du geschrieben hast vor 10 Tagen. Ich habe enormen Respekt vor ihm, von Putin. Putins Patriotismus ist großrussisch, vermutlich nicht aggressiv nach außen gerichtet, aber an den alten Grenzen des Zarenreichs orientiert oder an Stalins Empire. Also Zar, Stalin, Putin, Roger Köppel, I love them all. Nein, oder? Ja, das steht da. Nein, das steht und vermutlich nicht aggressiv, wenn wir das alte stalinische Empire anbringen. Der Putin hat ja gesagt, eigentlich die grösste Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei die Zerstörung von der Sowjetunion. Und das spricht jetzt aus seinen Worten. Ja, also ich glaube, mit so reiner Empörung und jetzt so ein bisschen Moralismus kommt man da nicht weiter. Es ist ja so, ich habe grossen Respekt vor dem Putin. Ja. Immer noch grossen Respekt vor dem Putin. Das war vor 8 Jahren gesagt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt die Situation anschaue, hat er natürlich Fehler gemacht, das ist klar. Aber der Putin ist eine respektierte Person, er ist auch als Staatschef. Und ich sage damals, das stimmt ja, was ich da geschrieben habe. Er orientiert sich an dieser grossrussischen Tradition. Und ich habe damals in einem völlig anderen Kontext, ich sage, natürlich respektiere ich den. Er hat auch eine Leistung gebracht in den ersten 10 Jahren. Aber du hast gesagt, vermutlich nicht aggressiv. Ja, vermutlich. Hat niemand gewusst, dass dort so ein Krieg kommt. Aber weißt du jetzt, was passiert ist seit dem Anfang von dem Krieg? Ich meine, wir können jetzt da wirklich intensiv über das diskutieren. Es gibt auch in dieser ganzen Auseinandersetzung eine Vorgeschichte, was in der Ukraine passiert ist. 2014. Alles hat davor. Ja, natürlich. Und dort hat der Westen grosse Fehler gemacht, hat sich sehr weit vorgewagt, hat die Ukraine faktisch in die NATO integrieren. Die Russen haben sie 2008 gesagt, das akzeptieren sie nicht. Aus der russischen Sicht ist das als sehr aggressiv empfunden worden. Man kann darüber diskutieren. Ich sage einfach nochmal, jetzt sind wir in einem Krieg. Der Putin hat die Entscheidung getroffen, den Krieg, den sie 2014 dauert, eskalieren zu lassen. Ein Krieg im Donbass, den wir da überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Und mein Fokus, meine Befürchtung ist einfach, was machen wir jetzt, vor allem in Europa,
um den Krieg zu beenden, um zu einem Frieden zu kommen. Und meine These ist da, wir müssen möglichst schnell zu einem Frieden kommen. Die Schätzung, gut möglich, dass ich mich auch schon geirrt habe. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass er einmarschiert in der Ukraine. Natürlich gibt es Irrtümer. Man kann sich da aber mal, das falsch beurteilen. Aber ich sage, im Moment musst du zum Frieden zurück. Also gut, aber er hat ja dort mit seinen kleinen grünen Männchen, mögen wir erinnern, hat den Krim übernommen, alles gelogen gewesen, hat Donbass den Krieg gemacht und so. Und ich möchte jetzt einfach generell fragen, weil man sagt ja, die Situation muss man doch ein bisschen gut anschauen und vielleicht doch eine Meinung sich bilden. Mhm. Sag mal, hast du das Gefühl, der Hitler war ein Kriegsverbrecher gewesen? Ja, natürlich, ja klar. Aber du hast ja gesagt, der Putin ist ja noch von gar keinem Gericht verurteilt worden. Darum kann man gar nicht sagen, dass er ein Kriegsverbrecher. Ja, ich meine, das sind jetzt so. Nein, das sind jetzt so Unterstellungen. Nein, das hast du geschrieben. Das hast du geschrieben. Roger, du hast das geschrieben. Er sei von keinem internationalen Gericht verurteilt worden. Dann ist der Hitler aber auch kein Kriegsverbrecher in deiner Meinung. Natürlich ist er ein Kriegsverbrecher. Sie haben es nicht können verurteilen, weil er sich vorher umgebracht hat. Aber sie haben ja die Leute, hat ja Nürnberger Prozess gegeben. Also das ist jetzt ein völlig absurdes Argument, das du da bringst. Das ist nicht absurd. Weil du kannst ja nicht aus der Tatsache ableiten, willst du mit dem sagen, dass der Putin ein Hitler ist? Nein, ich habe, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Und ich sage noch etwas mehr. Mit deiner journalistischen Sicht immer das Gegenteil schreiben wie die anderen, hättest du auch für den Hitler geschrieben? Ja gut, das sind jetzt auch. Das ist eben genau die wie hat man das? Ist die Verunglimpfungsstrategie. Nein, es ist logisch. Nein, das ist eine reine Verunglimpfungsstrategie. Es ist eine Verunglimpfungsstrategie und das ist genau die Seuche der heutigen Zeit. Nein. Also wenn einer die Politik in Frage stellt, die der Westen macht gegenüber Russland, weil ich sie für hochgradig gefährlich finde, wie die Politik dazu führt, dass wir in eine riesige Wirtschaftskatastrophe einlaufen, die Deindustrialisierung von Europa, das Risiko von einem Weltkrieg. Ich kritisiere da auch das Verhalten von westlichen, von amerikanischen Politikern, vielleicht zu Unrecht, aber der Punkt ist doch der, was bringt es das? Das ist ein Hitler. Ich habe nicht gesagt, er sei ein Hitler. Das führt ja nur dazu, dass man noch extremer in den Krieg marschiert. Nein, ich habe das nicht gesagt. Also gut, wir haben zum Beispiel die Bilder aus Butscha, wo der Putin gesagt hat, das sind alles Schauspieler. Und man ist dann angegangen, internationale Leute und so. Was hast denn du dazu gesagt? Weil Russland, der Putin lügt ja ununterbrochen. Hast du das Gefühl gehabt, es sind Schauspieler gewesen? Also ich würde mal Folgendes sagen, dass wenn Bilder auftauchen, irgendwo, dann ist das jetzt für mich nicht irgendwie einmal der abschließende Beweis für irgendetwas. Also und ich habe jetzt gerade, Roger, musst du in der Neuen Weltwoche lesen, habe ich ein grosses Interview gemacht mit dem Präsidenten vom IKRK, mit dem Peter Maurer. Und es ist auch interessant, was er dort sagt. Das ist noch nie so öffentlich gesagt worden. Das ist aus seiner Erfahrung, das IKRK, das Komitee vom Roten Kreuz, die sind in der Ukraine, sie sind in Mariupol, sie sind im Donbass. Und er sagt, eigentlich eine unglaubliche Erkenntnis, er sagt, dass der Krieg in der Ukraine eine Trendwende ist in der Kriegsführung vom 20. und 21. Jahrhundert, dass nämlich bis zu dem Krieg die Zahl der zivilen Toten immer mehr aufgegangen ist im Verhältnis zu den militärischen Toten. Am extremsten war es im Syrienkrieg. Und in der Ukraine ist das eine Trendwende in der Beachtung des humanitären Völkerrechts und im Versuch von beiden Kriegsparteien, die zivilen Toten so gering zu halten wie möglich. Das ist grotesk. Entschuldigung. Das sagt Peter Maurer. Putin macht Terroranschlag gegen eine Zivilbevölkerung. Ja, ich sage dir aber, wir haben die Bilder gesehen von Irpin und von Butscha etc., wie da einfach die Wohnhäuser zusammentätschen. Zivile Opfer gibt es nur auf ukrainischer Seite, nicht auf russischer Seite. Du willst jetzt behaupten, dass du, der da in Zürich sitzt, und in dem Studio, dass du besser Bescheid weißt über den Krieg als der Peter Maurer, der im Feld ist mit seinem IKRK. Ich weiss, dass der Peter Maurer muss sich möglichst zurückhalten, damit er in Russland noch ankommt. Aber du hast auch über die Haltung von der Schweiz. Nein, ich finde das, also, find das jetzt typisch. Das ist jetzt die anmassende Haltung, dass du so antrittst. Ich habe gewartet. Und was der Peter Maurer... Wer ist der Peter Maurer vom IKRK? Er hat eine Rolle zu spielen. Er muss aufpassen, er muss neutral bleiben. Roger, und du musst keine Rolle spielen? Nein, ich muss aber nicht neutral bleiben. Du bist Verkörperung von der Ware. In Russland eine Gefangenenlager zu suchen. Du bist jetzt Verkörperung der Ware, der Herr Maurer ist irgendwie... Nein, aber ich sage, er ist ein Politiker auf eine Art und Weise. Ich finde, du solltest dich auch mit dem auseinandersetzen, der deiner Meinung nicht entspricht. Gut, es geht nicht um Meinung. Sagen, das sind alles die Bösen. Es sind Zehntausende von
ukrainischen zivilen Opfer. Ja, und Millionen haben das Land müssen verlassen. Es ist katastrophal, was dort passiert. Ich möchte ein anderes Thema noch aufgeben. Ist es katastrophal? Ja. Das bestreite ich noch ganz etwas anderes. Wir haben fast keine Zeit mehr. Du hast über Neutralität, hast du von der Schweiz auch etwas noch gesagt. Neutralität heisst in einem Tweet von dir: Wenn zwei sich auf dem Pausenplatz prügeln, halte ich mich raus. Ich prügele nicht mit. Und ich gebe auch keinem von beiden einen Stock oder Stein in die Hand, um den Kampf einseitig zu beeinflussen. Was ist aber, wenn ein Sechsklässler einen Erstklässler töten will? Stehst du denn da? Und das ist die Situation. Das ist grotesk. Das ist eine kindische Darstellung von dem, was wirklich passiert. Nein, im Gegenteil. Das ist eine sehr bildhafte und eine wahre Darstellung. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Das heisst, wir halten uns dort draussen und wir dürfen auch nicht mitmachen bei Sanktionen oder Waffenlieferungen. Das ist übrigens auch unser Gesetz, Roger, dass wir nicht nur eine Waffe liefern. Und das dürfen wir nicht machen. Und das ist mein grosser Zweiter, also meine Hauptsorge, dass wir nicht mehr neutral sind. Wir sind Kriegspartei gegen Russland. Wir müssen zurück zur Neutralität. Das ist etwas vom Friedenssicherndsten, was es gibt. Wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz, gäbe es ja keinen Krieg. Ja, cool. Wenn alle Menschen gut wären und keine schlechten Gedanken hätten, dann gäbe es Frieden auf der Welt. Aber darf ich dich jetzt mal etwas? Bist denn du dafür, dass die Schweiz ihre Neutralität aufgibt? Nein, aber wir müssen die Sanktionen haben müssen machen. Wieso redet ihr eigentlich immer von Sanktionen? Ich rede nicht von ihr. Weißt, Sanktionen, das ist genauso schön färberisch, wenn der Putin von einer Militäroperation redet. Sanktion heisst Wirtschaftskrieg. Ja. Das heisst Aushungerung von Zivilisten und von Zivilbevölkerung. Das ist eine grausame Waffe, die die Schweiz heute einsetzt. Das haben wir in so einer Auseinandersetzung. Bei einem laufenden Krieg hat die Schweiz noch nie Sanktionen bzw. Wirtschaftskriegsmaßnahmen gemacht. Da fängt eben die Schönfärberei schon an. Also auf der wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Bundesratswahlen. Ich habe in meiner ersten Sendung der ersten Staffel Toni Brunner da gehabt und hat Folgendes gesagt. Wählt das Parlament einen Roger Köppel? Was meinst du? Meine Antwort wäre nein. Also? Würden Sie einen Roger Schawinski wählen? Meine Antwort wäre nein. Aber es ist schade, es ist falsch. Die würden im Bundesrat gehören. Aber du hast überhaupt keine Chance dort, obwohl jetzt der Zürcher Sitz wahrscheinlich flöten geht. Weil du bist nicht einmal nur in der eigenen Partei natürlich nicht sehr mit viel Sympathiewert versehen, sondern natürlich im Bundeshaus. Nein, du hast, du hast die Rolle vom Nationalrat nicht verstanden. Du hast keine Interpellationen und keine Emotionen gemacht. Du bist auch der Größte. Ja, die letzte war 2020 über irgendein Bild von Max Liebermann. Du musst mal ins Bundeshaus kommen, da die Ferndiagnosen aus deinem Studio. Da. Nein, Entschuldigung, mach weiter. Eben, also. Und darum verlieren jetzt wir Zürcher unseren SVP-Sitz, weil du den nicht in Frage kommst. Was sind jetzt das plötzlich für lokalpatriotische Impulse von dir? Ja, ich sage Folgendes. Ich habe gestern gelernt, in dieser wunderbaren Abend beim Christoph Blocher und bei Matthias Sacker, 15 Jahre Tele Blocher, hat Christoph Blocher gesagt, die ganz guten Politiker in Bern, die werden nie zum Bundesrat gewählt. Also muss ich ein ganz guter Politiker sein. Er hat das als Joke natürlich gemeint. Und hat es auf sich ich meine es natürlich ganz ernst. Die noch besseren werden Bundesräte, werden dann abgewählt. Hätten und die allerbesten heissen Schawinski. Naja, das ist jetzt einfach so daneben, dass man fast nichts mehr dazu sagen kann. Oh, das war unsere Sendung. Sehr interessant, gerade in dieser Zeit. Wir wollen hier auch kontrovers diskutieren und auch eben am Roger Köppel das Mikrofon und die Kamera überlassen. Die Sendung gibt es wieder heute in der Woche und bleiben Sie trotz allem optimistisch.